Herzlich willkommen zum Wohnzimmerkonzert am Samstagabend. Ihr habt euch Eric Paisley gewünscht und wir haben ihn für euch. Das ganze Konzert. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und mitsingen nicht vergessen. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock. Round the clock tonight, put the glad break song. Join me, ha! That's one for the money, two for the show, three get ready now, go, can't go, but don't you never lose pressure. Me down, look at my face, and my name all over the place. Well, you want a thing that you wanna do? A holiday off in my shoes. Set on a blue suede shoes. Could you wanna play? I lay off of my blue suede. My car, bring my leg home and all through John. Well, you want a thing that you want to do? Not a holiday off in my shoes, but don't you come on, seven more blue suede shoes. Could you want a thing to lay off of my blue suede? The money, two for the show. Do you get it ready now? Go, 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 but don't send for my blue suede shoes. Now you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Blue suede shoes. Blue suede shoes, yeah. Blue suede shoes, baby. Blue. Now you can do anything, but lay off of my. Dankeschön. Dankeschön. Freunde, was war das für eine energetische Zeit damals? Ne? 1955, die meistverkaufteste Single aller Zeiten. Rock Around the Clock von Bill Haley, einem Country-Sänger. Einem weißen Country-Sänger, dann zu Blue Suede Shoes aus dem Jahre 1956. Und damals hat er diese Geschichte über jemanden, der immer gesagt hat, keiner tritt mir bitte auf meine Schuhe.
Das war Johnny Cash, er hat ihm das erzählt, dem Carl Perkins. Und hinter mir seht ihr natürlich immer die Cover der einzelnen Songs, die ich heute Abend für euch singe. Und ich fand es damals schon ziemlich, das war schon eine tolle Zeit, Leute. Da hat man sich schick gemacht. Dann ist man am Wochenende losgegangen zum Tanzen. Ja, und man hatte nicht jeden Tag Musik, so wie wir das hier haben, Dauerbeschallung, sondern da wurde sie, hey Schatz, wir gehen tanzen am Wochenende. Da hat man sich richtig in Schale geschmissen. Da hat man tolle Kleider getragen. Da hat man tolle Autos gefahren. Man hatte coole Frisuren. Also ich fand die Frisuren damals in den 50s ziemlich irre. So ähnlich wie du, Tennis. Ja, so. Ich trage das Haar demnächst auch ein bisschen kürzer. So, und und es waren wirklich viele coole Songs, die man damals gemacht hat. Und wer hätte das gedacht, dass eins der erfolgreichsten Songs 1956 eigentlich ein ganz ruhiger Song war, der zwar cool ist für Leute, die immer, man hat über Herzschmerz gesungen. Und Elvis hatte damals einen Song gemacht 1956, das war sein erster großer Millionenseller. Von diesem Geld haben sie ein sehr berühmtes Studio gebaut in Nashville, nämlich das Studio B, das heute ein Museum ist. Aber in dem Studio wurden wunderbare Lieder aufgenommen von den Everly Brothers. Elvis hatte aufgenommen, Roy Orbison und ganz, ganz viele große Hits, die ihr alle kennt. Und jetzt für den nächsten Song brauche ich mal euer Schnippen. Können wir das mal hören? Everybody. Auf der ganz oben kann ich euch hören. Ja, so wie wenn man so zum Osteopathen geht. Genau. So, stopp. Ich habe gesagt, es wird eine lustige Sendung heute hier. So, nämlich Heartbreak Hotel von Elvis. Well, since my baby left, you found a new place to dwell. Well, it's down at the end of this lonely street, Heartbreak Hotel about. Come on. Well, it's so lonely, baby. Heartbreak so lonely. Heartbreak so lonely, you can die. This all this crowd, you still can find some room for broken hearted lonely people cry. So lonely, oh, baby, so lonely, you can die. The bellhop tears keep floating, the desk clerk's dressed in black. They've been too long on the lonely street and never, never, never go back. Oh, baby, so, oh, baby, so lonely, oh, baby, so lonely. Das ist doch cool. Ich finde, solche Songs gibt es gar nicht mehr, wo man mitschnippen kann, oder? Sei denn, man kommt betrunken von der Reeperbahn morgens so. Alles schon gesehen. Ja, ich bin ja nun in der Gegend von Hamburg groß geworden. Ich bin Lüneburger. Da blieb das nicht aus, dass ich das eine oder andere Mal auf der Reeperbahn gespielt habe. 1956, 57, ich habe schon gesagt, in Memphis wurden viele tolle Songs aufgenommen. Heartbreak Hotel von Elvis war allerdings in Nashville schon aufgenommen. Da hatte man probiert mit dem Hall. Ihr hört das ja manchmal. Kannst du mir den Hall mal anmachen? Ha. So ungefähr klang das. So if you baby leaves you. Das hatte man probiert, in Nashville dann zu kopieren. Diesen Sound, der ist wirklich nur ganz speziell bei Sun Records in Memphis auf. Den gab es da nur. Ja, und die haben das versucht, überall zu imitieren, dieses Echo da drinnen. Das hat später John Lennon bei all seinen Songs gehabt. Wenn gesungen hat, war dann... So this is Christmas, and what have you done?
Ihr kennt es, ihr habt es schon tausendmal gehört. Ja, aber Weihnachten haben wir nicht mehr, aber bald wieder. Carl Perkins und Elvis und Roy Orbison, die waren auch immer alle unterwegs gewesen, zusammen, auf Tournee. Und Johnny Cash gehörte genau dazu. Und Johnny Cash hat natürlich auch bei Sun Records angefangen, weil es hat sich herumgesprochen, dass dort Platten aufnehmen sehr günstig ist. Für ein paar Dollar konnte man schon eine Platte aufnehmen, womit man dann zu einer Radiostation gegangen ist und dann versucht hatte, einen DJ zu überzeugen, spiel meinen Song. Und Johnny Cash hatte damals keinen Schlagzeuger dabei, sondern er hatte nur seinen Bassisten und einen Gitarristen, die so eher mittelmäßig waren, aber er hatte einen ganz eigenen Sound gehabt. Und das Schlagzeug hatte er imitiert, indem er einfach einen Geldschein oder eine Spielkarte zwischen seine Gitarrenseiten machte. Ich mache das jetzt heute nur mal mit den Fingern. Und das hatte diesen stampfenden Rhythmus gehabt, wie bei A Walk the Line. Johnny Cash. Was für schöne Lieder, oder, Freunde? Könnte man den ganzen Abend nur Johnny Cash hören. Oder ich würde die ganze Zeit nur so machen, das ist auch schön. Übrigens, Elvis war der Erste, der in Nashville es gebracht hat, einen Schlagzeuger mit auf die Bühne zu nehmen. Weil dort war es nur erlaubt, den Schlagzeuger hinter der Bühne spielen zu lassen, weil es sonst zu laut ist. Stell dir mal vor, aber Elvis hat auch nur einmal da gespielt und dann haben sie ihn zurück nach Memphis geschickt. Er hat gesagt, nein, hier wirst du nichts bei uns. Wer hätte das geglaubt? So, wir kommen in das Jahr 1957 und da habe ich eine sehr schöne Brille dabei. Moment. Nein, Roy ist das. Na, wisst ihr, wer das getragen hat? Das ist die Originalbrille von, nicht Heino, wie einer sagt Heino. Außerdem waren seine Gläser ja immer verspiegelt, Freunde, ja, aber obwohl, Heino hatten wir ja auch noch nicht, oder? Aber das mache ich heute nicht. Nein, es ist Buddy Holly mit dem Song Peggy Sue. If you knew with Peggy Sue, then you know why I feel blue.
Die Holly, Freunde. Also die hätten wir nicht mit versteigern dürfen. Weil das machen wir bei der nächsten Auktion, wenn wir dann die 80.000 zusammen haben wollen, oder? Buddy Holly, Freunde, und er ist nur 22 Jahre und ein halb geworden und hat so viele tolle Hits geschrieben in der jungen Zeit, ja, die Musikwelt nachhaltig verändert hat. Und der Buddy Holly hätte es ganz, ganz vieles nicht gegeben. Wir kommen jetzt in das Jahr 1958, ihr könnt euch da vielleicht nur schwach dran erinnern. Ja. 58, das ist so, da kommen eure Eltern, oder? 58, nein? Nee? 1888? Nein. Nee, war Spaß, Freunde. Aber, eure Eltern sind doch vielleicht Baujahr 70, oder? Auch nicht? 68? So 68, also mit so langen Haaren und Bart? Habe ich gesehen hier an Bord. Ja. 1958, Freunde, und damals war es wirklich, heute ist ja irgendwie alles erlaubt, man darf heute alles singen, man darf jedes Ferkelwort auch wirklich sagen in der Musik, was ich nicht unbedingt toll finde. Und damals hatte Elvis eigentlich einen ganz unspektakulären Film gemacht, 1958, der Film hieß King Creole. Und die Titelmusik, die ich jetzt für euch singen möchte von King Creole, hat die katholische Kirche wirklich total verdammt und hat gesagt, das geht gar nicht. Das, was der da macht, ist jugendgefährdend, widerwärtig. Aber das hat dem alles nichts geschadet. Gotta get on your feet when the fever rock your fever, baby. He don't stop playing till his guitar breaks. He know it's go, go. Double like catfish on the pole, yeah. He know it's go, go, go. At the Chicken King Creole. Oh, yes, come on, for it. Gotta get on your feet when the fever rock and fever, baby. Heaven's sake, sir, he don't stop playing till his guitar breaks. You know it's go, go, go. All I can't control the boy, yeah. You know it's go, go, go. With the apple chicken cream, yeah. You know it's go, go, go. It's shaking king. Dankeschön! Sowas kann passieren, wenn man keine zweite Gitarre mit hat an Bord. Und dann überspringen wir jetzt, we're not doing the same, the next song, so we go to Stand By Me.
Und zwar in das Jahr 1961, weil jetzt hätte ich euch ein bisschen was erzählt, was mit euch zusammen gesungen. Und zwar der Tag, an dem Buddy Holly abgestürzt ist mit seinen 22,5 im Februar. Und es war wirklich wie ein Ruck durch die ganze Musikszene und auch bei den Fans, die total entsetzt waren, dass so jemand, der so auf dem, ja, so auf dem aufsteigenden, ja, Olymp war, ja. Also er war ganz, ganz, ganz weit oben. Also er war höchst angesehen bis heute noch bei ganz, ganz vielen Musikern und Kollegen. Und ja, dann können wir vielleicht... vielleicht machen wir es doch noch. So leave that. So bye, bye, Miss America Pie. Drove my shanty to the levee, but the levee was dry. The good old boys were drinking whiskey and rye. This would be the day that I die. This would be the day that I die. Sing it zusammen. So sing and bye, bye, Miss Drove my shanty to the levee, but the levee was dry. Good old boys were drinking whiskey and rye. This would be the day that I die. This would be the day that I die. Dankeschön, Freunde. Und das hat auch die Musikwelt sehr verändert, Freunde. Und natürlich hat auch der Einfluss von Soul und Rhythm and Blues Einzug gehalten, auch in der weißen Musik. Ja? Und viele Leute haben es vorgemacht, Elvis hat es vorgemacht, wie schwarze Musik von einem Weißen gesungen werden kann. So, weil man es, man muss es leider auch sagen, damals auch die Weißen besser bezahlt hat. Und es gab ein größeres Publikum offensichtlich, ja, für diese Musik, wenn man sie von einem Weißen singen lässt, als von einem Schwarzen. Von daher, und das ist, geht vielleicht sogar noch bis heute, dass es da große Unterschiede gibt. Und ich würde mir wünschen, wenn das sich irgendwann mal ändert. Wir kommen in das Jahr 1961. Und zwar ein Lied von Benny King. Der war damals mit seiner Band im Studio gewesen und wollte einen Song aufnehmen, welches seine Band nicht singen wollte. Vielleicht, weil sie schon Feierabend gemacht haben. Und er hatte noch 20 Minuten Zeit und dann hat er es einfach gemacht. Und den Song kennt ihr alle. Der Song ist Stand By Me. Benny. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Whoa, stand by me. Oh, just stand. Stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Whoa, stand by me. Oh, just stand by me, stand by me. So ihr zwei, jetzt könnt ihr mal tanzen. Ich halte das so lange, ihr tanzt mal. Nein. Thank you.
by me, oh, to stand. Stand by me, stand by me. Dankeschön! Yeah, Dankeschön! Oh, Stand by me. So, jetzt kommen wir zu einem ganz alten Schinken, Freunde. Also das ist noch älter, als deine Eltern sind. Das ist nämlich aus dem Jahr 1880. Ein altes schottisches Lied, was wir heute immer noch spielen, auf jedem Schiff. Und wir singen das zusammen, wenn wir so richtig einen in der Kiste haben. Dann singen wir dieses Lied. Welches doch? Bring back my Bonnie to me. Leute, doch ein altes Lied, oder? Aber es kommt darauf an, wie man singt. Wie man es macht, ne? Wieso, bist du so? Ist dir kalt? Frierst du? Soll ich dich auf die Bühne holen? Sehr spaßig hier oben. Kannst du mal gucken, wie das hier so aussieht von hier? Und ich habe immer ziemlich viel Respekt, wenn ich da hinten stehe und das Ding gleich aufgeht. Man sagt, oh, und jetzt Eric Paisley. Und dann stehe ich da hinten und denke, ach du Scheiße. Jetzt musst du da raus. Was machst du? Griechischer Wein, oder? Aber heute Abend ist es anders, Freunde. Wir kommen jetzt zu... We have to switch Bob Dylan because of the strings here. Ich weiß es nicht, ob ich das so spielen kann. Aber morgen, also wenn wir das machen, das Konzert auf der Brücke, was du dir redlich verdient hast, mein Lieber, dann habe ich natürlich noch eine Seite extra für dich. Aber wir machen es so. Leave it. Weil Bob Dylan, als er noch so richtig da oben, als alles richtig funktionierte, 62, war er in der Kneipe gesessen und hat gesagt, ja, jetzt schreibe ich die größte Antikriegshymne. Und das ist bis heute noch. Und der Song, den kennt ihr alle. How many roads must a man walk down? Before you can call him a man. Yes, and how many times must the cannibal fly before they forever ban? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, here. The answer is blowing in the wind. So, aufgewacht, Freunde. Dankeschön. 62, also das, da müsst ihr euch fast dran erinnern. 63 kommen wir jetzt in das Jahr, mein Geburtsjahr. Also, ne? Also jetzt wisst ihr auch, wie alt ich bin, falls ihr mich mal dann irgendwo trefft. Ey, sag mal, wie alt ist der Typ eigentlich? Das höre ich immer wieder und ich sage, hey Leute, ich habe eine gute Creme. Und ja, also in dem Jahr wurde ein ganz großer Hit geschrieben. Und zwar wurde der geschrieben im Tourbus, als sie mit Roy Orbison unterwegs gewesen sind, 1964. Und dann haben sie ein Lied gespielt, welches da heißt She Loves You. Und alle singen ja, ja, ja. Kennt ihr die Beatles? Ihr kennt sie wirklich. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe schon Leute getroffen, die vielleicht so dasselbe Alter hatten, also 17. Nein, war Spaß. War Spaß, Leute, ist ja eine Rock'n'Roll-Show, da darf man sich fast alles wünschen. Ja, und da fragst du, ja, kennt ihr Yesterday? Mm-mm. Kennt ihr Let It Be? Mm-mm. Und ich sage, habt ihr noch nie Musikunterricht gehabt oder was? Also, wer kennt alles Beatles? Wer liebt die Beatles? Wir machen She Loves You, oder? She Loves You.
you know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only bad. But I can hurt you too. Apologize to her. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. The Beatles. Bis heute noch die erfolgreichste Band aller Zeiten. Ja, wer hätte das gedacht? Nur die Rolling Stones sind älter. Somit kommen wir jetzt in das Jahr 1964. Da hatte ich schon einen Zahn und ich konnte wahrscheinlich so laufen. 1964 saß Roy Orbison mit seinem Freund nicht im Waschzimmer, aber im Wohnzimmer und mit seinem Freund, sie haben Lieder geschrieben. Da kam seine Frau rein und sagte, Baby, ich brauche mal ein bisschen Geld, ich will shoppen gehen. Ja, und dann drehte sich der Freund um und hat gesagt, eine Frau, die so hübsch ist, die braucht eigentlich gar kein Geld, oder? Na gut, vielleicht hat sie $20 bekommen, ist dann shoppen gegangen, nach 45 Minuten war sie zurück. Wenn sie mehr Geld bekommen hätte, wäre sie wahrscheinlich länger weggeblieben. Aber nach 45 Minuten, ja, wurde der Song wirklich fertig gemacht und er wurde ein Welthit. Moment. Das ist eine original 60s Brille, Freunde, ja? Ihr kennt die Song The Pretty Woman. Come on, stand up, come on. Let's stand up a little, come on. Yeah, she's walking back.
So, Freunde, ich komme jetzt zu meinem letzten Song. Einer meiner absoluten Lieblingslieder von den 60s. Und übrigens, Satisfaction. Wisst ihr, wie da darauf gekommen ist, die Rolling Stones? Doch, ich erzähle es dir jetzt. Stell dir mal vor, du sitzt im Tourbus mit Roy Orbison, der im Jahr zuvor von einer Frau, die den Hals nicht vollkriegt. Also Pretty Woman, du brauchst eigentlich kein Geld, aber eigentlich richtig glücklich wird sie vielleicht gar nicht sein. Die Rolling Stones haben genau dieselben Rhythmus genommen. Ein etwas anderes Gitarrenriff, aber Geschwindigkeit, Rhythmus ist alles gleich. Und deshalb haben die I Can't Get No Satisfaction gemacht. Wer hätte das gedacht? Freunde, ich verabschiede mich mit dem nächsten Song. Dankeschön.
just like that, yeah. That a new generation with a new explanation. People in motion. People in motion. Folks who come to San Francisco. We shall do it. Some flowers in your hair. In the streets, yes, yeah, of San Francisco. Gently people. Vorstadtstraßen heimwärts ging. Jetzt hier! Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Ja, na, 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 na. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Alle zusammen! Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Ja, da, 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 da. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Herde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Jetzt sind wir zusammen hier. Nochmal ein, denn ich fühle die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werde ich immer nur ein Fremder sein und allein. Ja, da, 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 da. Und dann erzählte sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind. Nochmal zusammen! Von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind. Und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Ja, na, 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 na. Sie sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Wow. Das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald bin keiner mehr daran, wie es hier war. Ja, na, 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 na. Und jetzt will ich alle hören, auch da oben. Wow. Griechischer Wein, es ist so wie das Blut der Herde. Komm, schenk dir ein, und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran,
dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Wow. Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk dir nochmal ein. Denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werde ich immer nur ein Fremder sein und allein. Ja, da, da, ja, la, 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 la. Dankeschön! Oh! Okay, Freunde. Wollen wir noch einen machen? Ja. Okay. Ja, ich komme so langsam in Fahrt, merke ich schon. Ein Tag wie jeder. Ich träum von Liebe. Doch eben nur ein Traum, aha, aha. Menschen, wohin ich schau, Großstadt getrieben. Und auf einmal sei sie 17 Jahre blondes Haar, so stand sie vor mir. 17 Jahre blondes Haar, wie finde ich so ihr? Auf Gaube! Oh ja! La 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 la. Sie hat mich angelacht und ging vorüber. Da war's um mich geschehen. Aha, aha. Menschen, wohin ich schau, Großstadt getrieben. Und noch immer. Wenn ihr jetzt ganz laut seid, dann kommt ihr noch mal raus. Hey, 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 hey. Hier ist er! Ja, beruhigt euch erstmal wieder. Hä? Ich habe hier noch gar nichts von meinem Apfelsaft getrunken. Warte. Ach, der geht noch. Ich weiß, mein lieber Kapitän, du hast einen Lieblingssong, das weiß ich, das hast du mir neulich gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, den singe ich heute für dich, für deine ganzen Aktionen, die du machst. Give it a little more, please. Ja, na, 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 na.
diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unserem Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses Ehrenwertehaus. Es haben alle unterschrieben, schau dir mal die lange Liste an. Die Frau von nebenan, die ihre Lüge nie für sich behalten kann. Und die vom Erdgeschoss tagtäglich spioniert sie jeden aus. Auch dieser Kerl, der seine Tochter schlägt, spricht für dies ehrenwerte Haus. Und dann die Dicke, die den Hund verwöhnt, jedoch ihr eigenes Kind vergisst. Der alte Stär und stets erklärt, was hier im Haus verboten ist. Und der von oben, er schaut die ganze Zeit zum Fenster raus. Und er zeigt jeden anderen mal falsch vor diesem ehrenwerten Haus. Der graue Don Juan, er starrt dich jedes Mal im Aufzug schamlos an. Und die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer einziehen kann. Und die von oben, wenn der Gasmann kommt, zieht sie ihren Schlafrock aus. Sie alle schämen sich für uns, denn dies ist ja ein ehrenwertes Haus. Und der Gordon Juan, der starrt dich jedes Mal im Auto. Das ist mit dem Text nicht so einfach, oder? Ha. Die Witwe, die verhindert hast, dass hier ein Schwarzer einziehen kann. Und die von oben, wenn der Gasmann kommt, zieht sie ihren Schlafrock aus. Hey, 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 sie alle schämen sich den Bus. Ist ja ein ehrenwertes Haus. Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halt ich nicht länger aus. Hey, hey, hey. Wir packen unsere sieben Sachen und ziehen fort. Aus diesem ehrenwerten Haus. Jawohl. Dankeschön! Du musst entschuldigen, ich war heute gar nicht darauf vorbereitet. Also Udo Jürgens zu singen und aber wir haben noch einen zum Abschluss, Freunde, und dazu stehen wir auf. Come on. Das ist der letzte Song. Mark Bone and T-Rex. But she's my woman of gold, she's not very old. My woman of gold, she's not very old. I'm a liver of love in my present years. Well, she surpasses the walls as she lives on the coast. She surpasses the walls as she lives on the coast. I'm a too pretty prince and I've gave her all my love. But she's my woman of gold and she's not very old. But she's my woman of gold and she's not very old. I'm a too pretty prince and I've gave her all my love. Yes, pass out. Yes!
old.